Sie sind also der berühmte Detektiv Sherlock Holmes. Dann kombiniere ich mal, Sie sind sein Assistent Watson. Ich sage Ihnen gleich, ich habe nichts gegen schwule Detektive, solange es sich im Rahmen der Gesetze, solange die alle auf einem Bierdeckel, ich glaube, ich brauche dringend Hilfe. Könnten Sie das vielleicht etwas präzisieren? Es geht um die Zukunft Deutschlands, in dem sich immer mehr Menschen daran gewöhnen, nichts zu tun. Vor allem in meiner Partei. Wer zur Hölle ist das, Sherlock? Der Mann heißt Friedrich Merz und möchte der nächste Kanzler Deutschlands werden. Ja, das wird mir auch gelingen, wenn Sie mir dabei helfen, die Steine aus dem Weg zu räumen. Und wenn ich sage Steine, meine ich natürlich Probleme. Und wenn ich sage Probleme, meine ich natürlich Konkurrenten. Wir sollen für Sie Jens Spahn und Armin Laschet beseitigen. Nein, die erledigen sich schon selbst. Konkurrent ist für mich nur, wer neben aller Unfähigkeit noch eitler und ehrgeiziger ist als ich selbst. Sie bitten uns, Markus Söder zu beseitigen. Das ist absolut unmöglich. Wie sollen wir das tun? Lassen Sie es wie einen Unfall aussehen. Sollen wir ihm im Rahmen des Raumfahrtprogramms Bavaria One 2 Zünder in den Hintern stecken und als menschliche Rakete in den Orbit schießen? Wäre das möglich? Langweilig. Watson, kommen Sie. Mich interessiert nicht, welches Würstchen bei den Krauts demnächst Kanzler wird. Es gibt größere Verbrecher, um die wir uns kümmern müssen. Wirklich? Aber der hätte bezahlt. Kommen Sie, das Spiel, Watson, hat begonnen. Wo sind wir hier, Sherlock? Und ist das der größere Verbrecher? Moment. Sagen wir es so, es ist mein Bruder. Sherlock, wer ist das? Watson, mein neuer Assistent. Watson, Sie gehen raus. Wie lange? Bis Sie wieder Text haben. Und ja, das kann dauern. Mycroft, ich möchte, dass du deine Beziehungen bei Regierung und Regierung und Geheimdienst spielen lässt, damit er bald wieder sicher in Freiheit leben kann. Er? Von wem sprichst du? Nun, die Zeitungen sind voll von ihm. Die Staatsmacht zittert vor seinen Enthüllungen. Und gewisse Kreise versuchen alles, um ihn loszuwerden. Sherlock, mein kleiner Bruder, dass ich das noch erleben darf, du und ich im Einsatz für dieselben Werte? Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Ich hörte, es ging ihm wieder besser. Aber Sie werden nicht aufhören, bis Sie ihn haben. Ich weiß, diese Kriegsverbrecher mögen es nicht, wenn ihre Missetaten ans Licht gezerrt werden. Tja, welcher Kriegsverbrecher mag das schon? Man hat ihn unter fadenscheiniger Begründung verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Ich weiß, ich habe die Bilder gesehen. So will die Staatsmacht Kritiker mundtot machen. Aber unsere Geduld ist am Ende, Sherlock. Wir denken über starke Sanktionen nach. Ist das dein Ernst, Mycroft? England will Sanktionen verhängen gegen die USA? Sherlock, hast du dein Frühstück wieder mit einem Strohhalm durch die Nase gesaugt? Sanktionen gegen Russland natürlich. Wegen Assange? Wegen Nawalny. Aber ich bin wegen Assange hier. Oh, diesem Verräter, der auf WikiLeaks geheime Informationen hochgeladen hat. Ich dachte, du bewunderst die Enthüllung von Regierungsverbrechen. Natürlich. In Russland. Und im Westen? Das kann man nicht vergleichen. Weil man sonst merken würde, dass es fast dasselbe ist. Assange wird im Gegensatz zu Nawalny nicht mit dem Tode bedroht. Wieso? In den USA steht auf Geheimnisverrat auch die Todesstrafe. Ja, aber er wird nur ausgeliefert, wenn sie nicht durchgeführt wird. Dann ist Russland humaner. Dort gibt es gar keine Todesstrafe. Tja, deswegen müssen die Russen ihre Regimekritiker ja auch vergiften. Grässliche Sache, nicht? Was wäre dir lieber? Vergiftung durch Novichok oder Hinrichtung durch Pentobarbital?
Wenn wir töten, Bruder, dann tun wir das aus guter Absicht. Wir mögen vielleicht Verbrechen begehen, aber wir sind keine Verbrecher. Hier ist der Beweis. Machst du bitte? Du weißt, dass ich keine Bilder vergesse. Das ist der Anfang des Videos, das Assange und WikiLeaks veröffentlicht haben. Wenn es keine Verbrechen zeigt, wieso trägt es dann den Titel Collateral Murder? Vielleicht, weil ihn sich dann mehr Menschen anschauen. Mir scheint, du bist nicht ganz unvoreingenommen, Sherlock. Ach ja. Dann zeigen wir das Video doch jemandem, der unbedarfter ist als ich. Watson? Hm? Watson? Hm? Was sehen Sie hier? Light them all up. Come on, fire! Hey, Roger. Keep shooting. Und Watson, was sehen Sie? Zivilisten werden ohne Vorwarnung erschossen. Das ist ein Kriegsverbrechen. Brillant, Watson. Sie sollten irgendwas mit Detektiv machen. Ich habe lediglich wahrgenommen, dass es hier um die Aufnahmen einer MG-Bordkamera eines Apache-Kampfhubschraubers Typ Use A-64 der US-Truppen handelt. Einsatzgebiet Irak, Ajahida, östliches Bagdad. Zeitpunkt nach dem Schattenwurf vom 12. Juli 2007, 9.50 Uhr. Er beschießt aus 400 Meter Entfernung eine Gruppe von Zivilisten, darunter zwei Reporter der Agentur Reuters, mit 30 mm panzerbrechender Munition, obwohl es sich augenscheinlich um Menschenleben handelt. Oder um es mit den Worten meines Assistenten zu sagen? Ein Kriegsverbrechen. Was möchtest du noch wissen? Die Wurzel aus 9? 3. Nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache. Nicht 3? Wie kann es sich um Kriegsverbrechen handeln, wenn die Täter US-Soldaten sind, die nie bestraft wurden? Ihr urteilt nach einem kleinen Ausschnitt. Aber entscheidend ist doch der Kontext. Würde man vom Zweiten Weltkrieg nur Hiroshima zeigen, was wäre dann der Atombombenabwurf? Ein illegaler Angriffskrieg der USA und daher ein Kriegsverbrechen. Der Kontext. Ich vergaß den Kontext. Wie war der noch gleich im Irakkrieg? Ein illegaler Angriffskrieg der USA. Habe ich schon Kriegsverbrechen gesagt? Ein Verbrechen an einem Verbrecher ist kein Verbrechen. Es war ein Befreiungskrieg gegen einen Despoten. Aber der Krieg gegen Hussein war doch schon 2003 beendet. Mit welchem Recht massakriert 4 Jahre später eine Hubschrauberbesatzung 11 Zivilisten? Die Befreiung ging nahtlos in einen Bürgerkrieg über, in dem immer wieder auch mal tragischerweise unschuldige Mütter, Geschwister ums Leben kommen. Und wenn einer mitfühlen kann, wie es ist, wenn einem Bruder etwas angetan wird, dann ich, Sherlock. Mycroft, lieber würde ich ein 30mm Geschoss in mir spüren als dein Mitgefühl. Hier handelt es sich nicht um Kollateralschäden. Völlig zu Recht trägt das Video schließlich den Titel Collateral Murder. Die US-Soldaten befanden sich in einer gefährlichen Gefechtssituation. War das so? Laut Protokoll bestand dieses Gefecht darin, dass irgendjemand in der Nachbarschaft 30 Minuten vorher Gewehrfeuer gehört hatte. Ah ja? Zwei dieser Zivilisten trugen offenbar Waffen. Nur 2 von 10? In Texas wäre das eine Friedensdemonstration. Im Irak war es Zivilisten gestattet, Waffen zu tragen. Das ist der Vorteil, wenn man von den Amerikanern befreit wird. Außerdem handelt es sich bei der zweiten Waffe um eine Canon EOS, Digitalkamera des Reuters-Journalisten. Das hätte ebenso gut eine Panzerfaust sein können. Nicht, das kann nicht sein, es war viel zu klein. Deswegen schießen die Amerikaner auch aus so großer Entfernung, damit man das mal verwechseln kann. Oh yeah, look at those dead bastards. Nice. Aber dass es sich um Bastarde handelte, konnten Sie aus dieser Entfernung eindeutig erkennen. Natürlich, Bastarde erkennen die Amerikaner daran, dass sie erschießen. Waren die Reuters-Journalisten auch Bastarde? Ja, weil sie keine Anstrengung unternommen haben, sich kenntlich zu machen. Was hätten sie tun sollen? Den Presseausweis hochhalten? Der Hubschrauber war 1/2 Kilometer entfernt. Einer der Journalisten hat ja überlebt. Ein paar Minuten, bis ein Van kam, um ihn zu bergen. Seven, go ahead. Roger, we have a black SUV, our bongo truck, picking up the body. Fox. Request permission to engage. Bushmaster 7, roger. This is Bushmaster 7, roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. We're engaged. Sie wissen schon, wie man das nennt, wenn man auf Verletzte schießt. Sagen Sie es, Watson. Kriegsverbrechen. Das ist es aber nicht, wenn in dem Wagen Waffen vermutet werden. Aber es waren 2 Kinder drin. Ja, hätte man Kinder drin vermutet, hätte man ja nicht schießen dürfen. Der Fahrer war auf dem Weg zur Schule mit den Kindern. Es kann ja nun schlecht jeder US-Pilot jeden Schulweg in Bagdad kennen. Mycroft, allein bei diesem Angriff wurden 11 Zivilisten getötet. Sherlock, dem US-Militär ist es gestattet, pro Angriff bis zu 30 Zivilisten zu töten. Low collateral damage. Und wer hat das dem US-Militär gestattet? Mm.
Das US-Militär. Ich wollte es nur noch mal von dir hören. Und ohne Assange und die Veröffentlichung von WikiLeaks wüssten wir doch gar nichts von dieser bizarren Logik. WikiLeaks hat unsere geheimen Kriegsregeln enttarnt und damit Menschenleben gefährdet. Aber die Iraker waren doch schon tot. Amerikanische Menschenleben. WikiLeaks hat also die Zahl der Kriegstoten steil nach oben getrieben, weil durch die Veröffentlichung der US-Irak-Kriegstagebücher plötzlich 15.000 tote Zivilisten auftauchten, die es vorher gar nicht gab. Genau. Auch diese Toten gehen auf das Konto von Assange. Was ist das nur für ein Mensch? Vielleicht wirken diese Videobilder auch nur deshalb so verstörend, weil wir die Quelle noch gar nicht ausreichend diskreditiert haben. Vielleicht solltest du dich mal lieber mit dem Menschen Assange beschäftigen, Sherlock. Sherlock, hören Sie mal, was hier im Internet steht. Da steht Assange. Hat angeblich 4 Kinder auf ebenso vielen Kontinenten. Man schreibt, er war wohl besessen davon, seinen Samen weltweit zu verteilen. Ein Superspreader. Nach der Veröffentlichung des WikiLeaks-Videos 2010 geht er nach Schweden. Ja, weil er nur dort mit seinen Servern vor den Amerikanern sicher ist. Aber Frauen nicht vor ihm. Innerhalb von 3 Tagen schläft er mit 2 Frauen. Mehrfach. Das ist nicht einfach. In München nennt man sowas Oktoberfest, soweit ich informiert bin. Ich schreibe auch einen Blog und veröffentliche brisante Geschichten seit Jahren und weit und breit keine... Sind Sie, Mr. Watson? Nein! Ich meine, das ist zurzeit viel zu gefährlich. Kommen Sie, Watson. Wer sollte Sie schon vergiften wollen? Ich schon. Was? Tee. Aber gern, Sherlock. Danke, Miss Hudson. So, Ihr Tee. Und denken Sie daran, ich bin nicht Ihre Haushälterin. Ich wusste es. Novichok? Blasen und Nierentee. Also, Assange hat es sogar geschafft, in der völligen Isolation der ecuadorianischen Botschaft eine Frau zu... Ich kenne nicht mal das Wort dafür. Wo trifft man die da? In der Teeküche. Es war seine Anwältin. Also hier steht ja, Assange hätte zu einer der Schwedinnen gesagt, ich liebe es, Frauen zu schwängern, am liebsten Jungfrauen. Der Kerl will wirklich jegliche Information verbreiten, auch seine Erbinformation. Weitergeben an junge, unberührte Frauen. Sherlock, wie kann man so etwas nur tun? Wie kommt er dazu? Wie macht man sowas, Sherlock? Wie? Ich habe Sex nie verstanden. Sie auch nicht? Nein, schlicht gestrickte Menschen erzeugen ein neuronales Nervengewitter im Gehirn durch die Verkopplung von Körperteilen, die sonst achtlos in Kloschüsseln gehängt werden. Und vorher muss man auch noch Konversation betreiben. Eine der beiden Schwedinnen sagt, er habe im Schlaf mit ihr ungeschützten Sex gehabt. Die andere sagt, er hätte das Kondom manipuliert. Der Mann kann nichts für sich behalten. Bleiben Sie doch mal ernst. Sherlock, für die Staatsanwaltschaft ist das, wie ich hier lese, doppelte Vergewaltigung. Dabei wollten die Frauen eigentlich nur von der Polizei wissen, ob man ihn zu einem HIV-Test zwingen kann. Konnte Assange sich nicht vorher dazu äußern? Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also später hat er dann gesagt, ich zitiere, Schweden ist das Saudi-Arabien des Feminismus. Kombiniere. Das schwedische Sexualstrafrecht ist ihm zu pingelig, weil man nicht ungestraft mit bewusstlosen Frauen Sex haben darf. Er sagt, ich zitiere nochmal, er sei in einem Wespennest des revolutionären Feminismus gelandet. Vielleicht hat er doch einen Stich. Vielleicht, denn er sagt auch, die CIA habe ihn in eine Falle gelockt. Lassen Sie mich raten. Schwedische Feministinnen haben ihm im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes mit K.O.-Tropfen eine Erektion verschafft. Schlimmer. Die Frau trug laut Assange einen, ich zitiere, aufschlussreichen rosa Kaschmir-Pullover und habe mit ihm geflirtet. Sie hat mit dem Kaschmir-Pullover geflirtet? Was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus. So wie ich es verstanden habe, begann der Sex einvernehmlich. Aber spätestens, als er dem schlafenden Kaschmir-Pullover beiwohnte, hörte er wohl auf, einvernehmlich zu sein. Kaschmir war schon immer eine Konfliktregion. Halten wir fest. Google-Suche. Treffer für Assange Collateral Murder 673.000. Treffer für Assange Frauen etwas mehr. Zum Gleichstellungsbeauftragten würden wir ihn wohl nicht machen. Also hier steht ja geschrieben, er sei nach England geflohen, um sich den Ermittlungen zu entziehen. Wasser, Watson? Nein, immer noch viel zu gefährlich. Sherlock, ich habe hier Ihre Post. Sie brauchen nicht reinzugucken, ich habe es schon getan. Ist Post von Wagners eine Krankmeldung? Ach so, hier müssten Sie sich kurz drum kümmern. Das ist eine Mahnung irgendwie wegen Kosten für Überwachungsmaßnahmen von C&A. Da ist, glaube ich, noch so ein kleines I in der Mitte.
Ich wusste gar nicht, dass Überwachungsmaßnahmen heutzutage noch was kosten. Ich meine, die meisten Leute lassen sich doch völlig freiwillig überwachen. Schon allein mit ihren Payback-Karten. Ja, ich meine, sie brauchen den Menschen doch nur für 10.000 gesammelte Payback-Punkte einen Eierlöffel zu schenken. Und schon verraten die ihnen völlig freiwillig, wann sie wo waren und was sie da gekauft haben. Tja, und aus diesen Daten werden dann Profile erstellt. Und die kaufen dann die Banken, wenn sie dann mal von ihrer Gewohnheit abweichen. Nehmen wir mal an, sie bringen ihrer Freundin ein Immobilienmagazin mit. Dann guckt sich ihre Bank das an und denkt sich, ach guck mal, Immobilienmagazin, kauft die doch sonst auch nicht. Tja, will die etwa umziehen? Naja, dann lässt sie sich wohl scheiden. Dann kriegt man finanzielle Schwierigkeiten. Naja, und dann wird die Kreditwürdigkeit gesenkt und sie kriegen keinen Handyvertrag mehr und wissen nicht mal warum. Weil sie der Freundin ein Immobilienmagazin mitgebracht hat. Naja, aber dafür hat man dann ja einen schönen Eierlöffel. Es ist echt so leicht, die Leute zu überwachen. Man braucht ja auch nur mal persönlich vorbeikommen und was anzubieten. Plätzchen irgendwer? Sherlock, ich bin übrigens nicht Ihre Haushälterin. Sagen Sie, hören Sie mal überhaupt mal zu? Sherlock, draußen wartet Kundschaft. Soll reinkommen. Wir können jeden Auftrag gebrauchen. Guten Tag, Mr. Holmes. Wer sind Sie? Ich bin SPD-Vorsitzende. Das tut mir leid. Mein Name ist... Sagen Sie nichts. Sie können also Sigmar Gabriel nicht ausstehen. Woher wissen Sie das? Wer kann das schon? Setzen Sie sich. Was kann ich für Sie tun? Ich habe etwas verloren. Also genau genommen meine Partei. 20% der Wählerstimmen in den letzten 20 Jahren. Wegen der Agenda 2010. Mit wem wollen Sie nächstes Jahr zur Bundestagswahl antreten? Mit Olaf Scholz. Sie wollen Ihre Partei zu alter Stärke zurückführen, zu einer Zeit vor der Agenda 2010. Und Sie tun das, indem Sie einen Mann zur Bundestagswahl nominieren, der als damaliger Generalsekretär nicht nur als Architekt der Agenda 2010 gilt, sondern diese unvermindert bis heute für einen großen Wurf hält. Wenn Sie das jetzt so formulieren... Machen Sie, dass Sie rauskommen. Was für ein arroganter Schnösel. Da kann ich ja gleich bei den Parteikollegen bleiben. Langweilig. Watson, kommen Sie, lassen Sie uns was spielen. Ja, okay. Was? Schauen Sie, hier. Sherlock Holmes, sind Sie jetzt ein Brettspiel? Ich bin darüber hinaus auch eine Kaffeetasse und eine BBC-Serie. Ah. Kommen Sie. Und was ist das Ziel des Spiels, den Assistenten zu demütigen? Nein, nein. Es geht darum, einen australischen Journalisten in ein amerikanisches Gefängnis zu bringen. Ah, also das ist klar. Dann bin ich Assange. Und was ist mein Verbrechen? Journalismus? Nein, ich spiele die USA. Ich nenne das Spionage. Aber hier, ich meine, der Weg führt ja direkt ins Gefängnis. Ich meine, da habe ich ja gar keine Chance. Ja, doch, 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 das ist ja ein Rechtsstaat, nicht wahr? Es gibt jede Menge Gesetze, die Sie mir in den Weg legen können. Los, 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 legen Sie los. Stopp, mir kann ja eigentlich gar nichts passieren. Ich meine, ich bin unschuldig. Ah, na, dann schauen wir doch mal. Ah, in Schweden liegt eine Anzeige wegen Vergewaltigung gegen Sie vor. Ich glaube, ich gewinne das Spiel. Also in Schweden bin ich Ihnen nicht ausgeliefert, nein, nein. Also bis jetzt hat Schweden noch jeden an die USA ausgeliefert. Ja gut, dann gehe ich mal schnell zur Polizei und räume die Vorwürfe der Schwedinnen aus. Ich meine, bevor sie in der Zeitung stehen. Sie müssen sich nicht allzu sehr beeilen, die stehen schon drin. 2 Stunden, nachdem die beiden Schwedinnen bei der Polizei ausgesagt haben. Doppelte Vergewaltigung, das ist doch Rufmord. Für mich nicht, ich kann kein Schwedisch. Aber Assange wollte doch immer Transparenz. Stopp, bevor nicht alle Seiten gehört werden, darf bei Sexualstraftaten, also der Name des potenziellen Täters, nicht in der Zeitung erscheinen. Das ist in Schweden eine Straftat. Na, das ist aber in Amerika gerne gesehen, nicht wahr? Wie sollten wir sonst den Ruf von WikiLeaks beschädigen? Ja, aber das ist doch kriminell, wer macht denn sowas? Schauen wir mal nach. Ah, die Staatsanwaltschaft. Jetzt reicht's. Ich räume die Vorwürfe endgültig aus der Welt und gehe zur Polizeiwache, zum zuständigen Polizisten. Der ist leider krank. Dann gehe ich zur Oberstaatsanwältin. Die ist leider verhindert. Ja, aber ich kann doch hier nicht ewig Knäckebrot. Ich meine, ich habe Arbeit, ja? Ich muss zu einem Vortrag nach Großbritannien. Da, 4. Schauen wir. 1, 2, 3, 4. Ah, okay.
Europäischer Haftbefehl. Was? Die schwedische Staatsanwaltschaft hat mir gestattet, für einen Vortrag das Land zu verlassen. Ja, aber es liegt ja immer noch keine Aussage von Ihnen vor. Wir deuten das jetzt mal als Flucht. Das steht auch so in der Zeitung. Aber ich habe einen Termin angeboten für eine Vernehmung. Der war leider zu spät. Wir glauben, dass Sie sich der Justiz entziehen wollen. Ich will nur nicht an die USA ausgeliefert werden. Dann komme ich. Können Sie mir das nicht garantieren? Das würde ich wirklich wahnsinnig gerne tun, aber schauen Sie noch mal in die Spielanleitung. Worum ging es bei dem Spiel noch mal gleich? Ich meine, aber so eine Nicht-Auslieferungsgarantie ist doch vollkommen normal. Ja, aber Sie sind ja nun nicht wirklich normal, nicht wahr? Übrigens, vertrauen Sie einfach auf die Unabhängigkeit der schwedischen Justiz. Apropos, wir haben beim Spielaufbau ja völlig was vergessen. Wer sind die denn? Das sind zwei Asylbewerber, die in Schweden von der CIA verhaftet, misshandelt und dann in ein Foltergefängnis entführt worden sind. Völlig unabhängig von schwedischen Behörden. Oh, ja, ja, nein, 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 nein. Die schwedische Regierung hat das alles abgesegnet. Das hatte alles seine Ordnung. Mist! Was ist los? Ich verliere das Vertrauen in den Rechtsstaat. Das trifft sich gut. Die Briten haben auch das Vertrauen in Sie verloren. Da haben Sie schon mal was gemeinsam. Sie kommen in Auslieferungshaft nach Schweden. Ah, ich zahle Kaution und komme aus dem Gefängnis frei. Sherlock, was machen Sie da? Ich lege Ihnen eine Fußfessel an. So, jetzt bin ich dran. Ah, na also, 2011, Urteil des Supreme Courts. Der Auslieferungsantrag ist rechtens. Ab nach Schweden mit Assange. Hören Sie, Watson? Watson, wo ist denn Assange? Keine Ahnung. Schauen Sie doch mal in der Botschaft von Ecuador nach. Was machen Sie denn da? Ich bin politischer Flüchtling. Ach ja, für die Öffentlichkeit sind Sie ein Vergewaltiger auf der Flucht. Dann verhören Sie mich doch in der Botschaft. Ich bin bereit. Bitte Sie, ein Australier soll von Schweden in der ecuadorianischen Botschaft auf englischem Boden vernommen werden. Das ist mir etwas zu multikulturell. Das wird dauernd gemacht. Es gibt extra ein Kooperationsabkommen für solche Fälle. Ich meine, wir können auch sehr gern ein Verhör per Video machen in der Botschaft. Das ist doch nicht zielführend. Ich kann doch keine DVD in Guantanamo waterboarden. Da warte ich lieber ab. 2011, 2012, 2013. Tabletten? Ach mein Gott, Sie sind ja völlig ins Spiel vertieft. Und ich habe echt schon gedacht, ich hätte einen Tonausfall. Mein Gott, hier sieht's ja aus wie bei Assange unterm Sofa. Ja, bei dem haben Sie ja in der Botschaft alles mit Kameras übermacht. Und mit Mikro abgehört. Rund um die Uhr. Jahrelang. Auch auf der Toilette. Mein Gott, das muss sich da auch alles jemand angucken. Ich meine, nur feste Kamera, keine Handlung, nur Dialoge. Alle 20 Minuten läuft eine Katze durchs Bild, wie französisches Autorenkino. Ja, gibt halt für alles einen Markt. Vor allen Dingen in Amerika. Ja, Regie geführt hat ja so eine spanische Sicherheitsfirma. Aber produziert wurde das Ganze dann ja doch von C&A. Also die mit dem I in der Mitte. Als der Assange das gemerkt hat, hat er ja einen Störsender installiert, damit er nicht weiter abgehört werden kann. Naja, da hat man halt die Fensterscheiben von außen mit so einem Speziallaser abgetastet und konnte über die Vibration des Glases trotzdem weiter mithören. Zäh, was für ein Aufwand. Hätte doch völlig gereicht, wenn ab und zu eine Haushälterin reinkommt. Was machen Sie da, Miss Hudson? Blumenwischen. Ich meine Staubgießen. Ah, danke, Miss Hudson. Können Sie das bitte noch mal sagen? Danke, Miss Hudson. Ah, perfekt. Mycroft will immer so einen guten Ton, sonst zahlt er nicht. Und ich bin nicht Ihre Haushälterin. 2014, 2015, 2016. Hören Sie das? Nein. Das sind die Mühlen der Justiz. Also, mir reicht's. Ich will jetzt eine entweder Vernehmung oder Einstellung des Verfahrens. Na, dann schauen wir doch mal. Hey, Sie haben Glück. Die Schweden wollen das Verfahren tatsächlich einstellen. Tatsächlich? Ja, aber die britischen Strafverfolgungsbehörden schreiben einen Brief an die schwedische Staatsanwaltschaft. Ich zitiere, wagt es bloß nicht, kalte Füße zu bekommen. Schick doch mal eine Gemeinschaftskarte. Was steht da? Die UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Festnahmen verurteilt die ungewöhnlich lange Dauer der Ermittlungen gegen Assange. Wer redet denn hier von Willkür? Das ist doch geplant. Und was ist mit der Unschuldsvermutung? Schauen wir mal nach. Die ist, weg. Jedermann hält sie für einen Vergewaltiger, obwohl es doch gar keine Verhandlung gab. Faszinierend. Natürlich noch. Meine
Ereigniskarte? Ah, guck mal. November 2016. Die schwedische Staatsanwaltschaft kommt zur Vernehmung in die Londoner Botschaft. Und was passiert nach dem Verhör? Ich gratuliere. Jetzt feiern wir 9 Jahre Vorermittlungen. Wow. Kommen Sie. Ich sitze jetzt seit 7 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft. Die ist ganz winzig. Was glauben Sie, was das mit mir macht? Na, für uns ist das auch nicht einfach. Diese Doppelbelastung. Wir führen ja nicht nur Vorermittlungen durch, sondern auch Vorverurteilungen. Lassen Sie uns diese unwürdige Situation einfach beenden. Na, endlich. Was machen Sie da? Ich nehme Sie fest. Die britische Polizei geht in eine fremde Botschaft, um einen Flüchtling festzunehmen. Das gab's noch nie. Ja, Ecuador hat ihnen das Asyl entzogen und ihnen den Pass weggenommen. Einfach so, ohne förmliches Verfahren. Darf ich erfahren, warum Ecuador jetzt umschwenkt? Sie waren unhöflich. Na, außerdem haben sie die Katze schlecht behandelt. Ich? Eine Karte. Ha, das steht hier, guck. Ecuador bekommt einen IWF-Kredit. Und das ist, Entschuldigung, die Karte für Verschwörungstheoretiker. Die Karte, die nächste, wäre für Sie. Was steht da? Ha! Sie werden in London zu 9 Monaten Isolationshaft verurteilt. Also diese Entscheidung fiel aber nur 15 Minuten. Jetzt geht es mal zügig, dann ist es Ihnen auch wieder nicht recht. Aber die Flucht in die Botschaft war nur ein Verstoß gegen Kautionsauflagen. Ich meine, dafür gibt es normalerweise nur Bußgelder. Aber nicht für, ich zitiere mal den Haftrichter, egoistische Narzissten. Jetzt ziehe ich noch eine Karte. Das ist ja gute Nachrichten. November 2019, Schweden stellt die Ermittlungen ein. Ich komme frei, es gibt keinen Auslieferungsantrag mehr aus Schweden. Ja, leider gibt es da seit Juni 2019 ein Auslieferungsbegehren der USA. Sie bleiben so lange in Einzelhaft, bis die Sache geklärt ist. Also wo bin ich? Also hier steht, Pinochet durfte seine Auslieferungshaft von 1998 bis 2000 in einer englischen Nobelvilla verbringen. Sind Sie ein chilenischer Diktator? Nein, Pinochet hat tausende Regimekritiker spurlos verschwinden lassen. Sie haben tausende amerikanischer Leichen aus dem Keller geholt. Kennen Sie den Unterschied zwischen Assange und Pinochet? Nein. Pinochet wurde nicht ausgeliefert. Könnte es sein, dass ich kein faires Verfahren bekomme? Sie meinen, weil die zuständige Richterin Zuwendungen von einer Sicherheitsfirma bekommen hat, deren Machenschaften WikiLeaks aufgedeckt hat? Ja. Schauen wir mal. Nein. Also, schlimmer als Großbritannien kann es ja wohl nicht werden. Sind Sie sicher? Ziehen Sie doch mal noch eine Karte. Keine neue Karte. Ha! Ich werde ausgeliefert. Und wenn ich ausgeliefert werde, dann werde ich vor einem Geschworenengericht in Virginia angeklagt. Das sind doch lauter Laien. Nein, Sie haben Glück, das sind alles Experten. Das Gericht muss ja die Zusammensetzung der Bevölkerung repräsentieren. Und in dieser Stadt arbeiten 85% der Einwohner bei Geheimdiensten. Das heißt, 85% meiner Richter sind beim Geheimdienst? Toi, toi, toi. Die Anklage erfolgt übrigens nach dem Espionageakt. Ihnen drohen 175 Jahre wegen Geheimnisverrat. Also für ein Kriegsverbrechen kriegt man in Den Haag 45 Jahre. Aber für die Aufdeckung eines Kriegsverbrechens kriegt man 175 Jahre? Wie soll denn da Völkerrecht durchgesetzt werden? Moment, ich schau mal nach. Gar nicht. Schauen Sie, die USA verhängen 2020 sogar Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Weil die auch amerikanische Kriegsverbrechen untersuchen lassen will? Genauso wie Sie. Ich krieg 175 Jahre, das fühlt sich an wie lebendig begraben. Nein, das Gesetz ist ja aus dem Jahr 1917. Seitdem ist die Lebenserwartung doch immens gestiegen. Wenn Sie Glück haben, erleben Sie ein Drittel Ihrer Haftzeit. Vielleicht kriege ich ja doch einen Freispruch. Immerhin arbeiten 15% der Geschworenen nicht beim Geheimdienst. Das ist gut so. Bleiben Sie positiv. Nicht daran denken, dass es immer dieselbe Richterin ist, die entschieden hat und dass es noch nie einen Freispruch gab. Glauben Sie ernsthaft, wir machen uns mit diesem Spiel so viel Mühe, um Sie dann am Ende laufen zu lassen? Aber warum gibt es da keinen Aufschrei? Also alles, was Sie hier gerade erzählt haben, habe ich noch nie in der Zeitung gelesen. Und ich lese wirklich alles über diesen Typen. Haben Sie an der Tür gelauscht, Miss Hudson? Sherlock, was fällt Ihnen ein? Sowas macht nur eine Haushälterin. Dieser Raum birgt keine Geheimnisse mehr. Kommen Sie, Watson. Wo wollen Sie hin, Sherlock? Wir brauchen einen Ortswechsel und wir haben nicht mehr viel Zeit.
Watson, Sie sind schon hier? Öffentlicher Nahverkehr. Aber wo sind wir hier eigentlich und warum sind wir hier? Das kann ich Ihnen sagen. Woher wissen Sie das? Ich weiß alles. Mein Name ist Charles Augustus Magnussen. Ich bin Medienmogul, der geilste und abgefeimteste von allen. Sie klingen genau wie Julian Reichelt. Oh, inhaltlich ist da kaum ein Unterschied. Herzlich willkommen in meinem Archiv, Appledore, Mr. Holmes. Hier sammle ich alle Informationen über alle. Alle Informationen über alle Menschen. Und wo? Na hier, hier drin. Ah, da. Sie haben sämtliche Informationen über die gesamte Menschheit auf Mikrochips gespeichert. Auf Karteikarten. Schauen Sie mal. Das ist analog und abhörsicher. Da habe ich alles. Prominente oder hier auch. Ein Systemkritiker, sehr bekannt von vor einigen Jahren, hat Bürgerrechtler und Homosexuelle als senile Trickbetrüger, quasi liberale Wichser und Schwuchteln bezeichnet. Einwanderer gerne als Barbaren, organisierte Kriminelle, Kakerlaken. Das hat Assange gesagt? Nein, Nawalny. Der Nawalny? Ja. Ich kenne ihn eher als mutigen Oppositionellen. Er ist auch Rassist, Fremdenfeind und Nationalist. Das liest man eher selten. Weil er gegen Putin ist, das gleicht das wieder aus. Diese alten Zitate ziehen wir erst dann wieder hoch, wenn er uns nichts mehr bringt. Sherlock, einen Tee? Miss Hudson, wie kommen Sie hierher? Öffentlicher Nahverkehr. Ah, vielen Dank für den Tee. Haben Sie das schon gelesen? Assange soll in der Botschaft die Wände mit Kot beschmiert haben. Entschuldigung, ich hätte auch gern einen Tee. Ich bin nicht Ihre Haushälterin. Na gut. Was halten Sie von der Story mit dem Code? Ich halte sie für eine meiner plumperen Arbeiten. Vielleicht etwas anderes, etwas weniger Fäkales? Assange hat seine Katze misshandelt. Das habe ich auch gelesen. Ja, vielleicht hat er sie sogar umgebracht und sich aus ihr einen Bart gebastelt. Also das glaubt doch niemand. Na, was erwarten Sie von einem Mann, der seine Wände mit Code beschmiert? Stimmt, das passt ins Gesamtbild. Durch seine Informationen kamen unschuldige Informanten ums Leben. Das wurde doch schon längst widerlegt im Prozess gegen Chelsea Manning. Das stimmt nicht, hat ein CIA-Offizier ausgesagt. Ach, Sie glauben doch nicht wirklich, dass der CIA eine vertrauenswürdige Quelle ist. Sehen Sie denn nicht, Watson, was er hier versucht? Er stellt absurde Behauptungen auf, und zwar so lange, bis irgendetwas bei den Menschen hängen bleibt. Die Frage ist nur, warum tut er das? Von wem werden Sie bezahlt? Arbeiten Sie für die Amerikaner? Vielleicht. Vielleicht will ich auch einfach nur Zeitungen verkaufen. Vielleicht genieße ich es schlicht und ergreifend, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Aber immer nur Kot und Katzen, das reicht doch gerade für ein Herz für Tiere. Wie wär's dann hiermit? Julian Assange hat mithilfe des russischen Geheimdienstes Daten vom Server der Demokraten heruntergeladen und so Hillary Clinton diskreditiert und Trump geholfen. Und wie haben Sie das herausgefunden? Nun, genau an dem Tag hat man seinen Kontaktmann dabei gefilmt, wie er Assange den USB-Stick in die Botschaft bringt. Schauen Sie mal. Das ist aber ein großer USB-Stick. Oh, ein älteres russisches Modell, zusammengeschraubt aus ehemaligen Bauteilen der Raumstation Mir. Das haben Sie nicht ernsthaft verbreitet? Doch, lief als Meldung bei CNN. Aber das war kein Spion, sondern ein Kunstmaler, der Assange ein Bild übergeben wollte. Natürlich war das Unsinn, aber es passte uns ins Gesamtbild. Mhm. Sie bezeichnen das nicht wirklich als Journalismus? Julian Assange und WikiLeaks sind schließlich auch kein Journalismus. Höchstens Informationsmakler. Ah, und Journalisten handeln ja nicht mit Informationen, sondern mit Meinungen. Sehen Sie, Mr. Holmes, es ist mir ganz egal, ob Julian Assange ein Held, ein Verräter oder beides oder nichts davon ist. Selbst die größte Lichtgestalt wirft einen Schatten. Und den sammle ich hier. Sie langweilen mich. Ach, so bleiben Sie doch, Mr. Holmes. Ich arbeite auch schon an einem Nachruf. Junge Welt, er war ein Märtyrer. Die Bild, der gerechte Tod für den Verräter. Oder vielleicht doch ein Herz für Tiere. Julian Assange eröffnet eine Capoeira-Schule für Kaschmirkatzen. Also, Sie sitzen hier wirklich auf dem Gipfel der Blödheit, im Tal der Idiotie. Das ist eine gute Schlagzeile, die bringe ich als nächstes. Nun, Bruder Herz, wie laufen die Ermittlungen? Sehr gut. Ich fühle mich ausgezeichnet in Form. Mit anderen Worten, du hast nichts. Ich könnte jetzt enttäuscht sein, aber dann hätte ich anderes erwarten müssen. Nun gut, ich möchte deine Fertigkeiten überprüfen. Komm doch mal her. Schau dir das an. Was siehst du?
Was haben wir da? Ein Mann, weiß, um die 50, Europäer, vielleicht Commonwealth, unterernährt, trägt Spuren von Verwirrung, Depression, vielleicht gefoltert, ausgestellt wie ein Schwerverbrecher. Es könnte sich um einen Schauprozess gegen einen Journalisten handeln. Vielleicht Moskau, es ist aber London, Old Bailey, das ist Julian Assange. Veritable Deduktion, er ist es. Warum behandelt man ihn wie Hannibal Lecter? Der Überbringer der schlechten Nachricht wird bestraft. Pausanias, Bruderherz, Pausanias. Schlechte Botschaft, wohl eher mutige Leistung. Komm schon, Mycroft, selbst Chelsea Manning, seine Informantin, wurde begnadigt. Chelsea Manning, ich bevorzuge Chelsea London, obwohl die wohl auch von den Russen finanziert werden. Was sagt er eigentlich? Ich verstehe ihn gar nicht. Nun, ich verstehe auch vieles nicht, was um mich herum passiert. Akustisch, meine ich. Akustisch, intellektuell, das sind doch Nuancen, Sherlock. Entscheidend ist, dass wir die Meinung von anderen respektieren. Und ich respektiere seine Meinung. Und das, obwohl ich sie gar nicht verstehe. Mehr kann doch Demokratie wohl nicht leisten, oder? Demokratie? Du beliebst zu scherzen. Der Mann sitzt seit April in einem Gefängnis, das britische Guantanamo genannt wird. Wusstest du, dass nur ein einziger Journalist zum Gerichtssaal zugelassen ist? Das liegt an Covid. Zum Fußball dürfen teilweise überhaupt keine Zuschauer. Und im Vorraum sitzen 5 Reporter vor einem Bildschirm, ohne Ton von Assange. Und am Ende des Tages berichtet dann der Reporter drinnen, denen draußen mündlich, was drinnen passiert ist. Nennst du das freie Berichterstattung? Früher nannte man das stille Post. Kleiner Schaf. Nein, das sind Hygienemaßnahmen. Man will verhindern, dass Assange noch andere Menschen infiziert. Unabhängige Prozessbeobachter sind nicht zugelassen. NGOs wie Amnesty wurde untersagt, das Verfahren per Video zu verfolgen. Ist das auch Covid? Nein, das ist eher Glück. Der Link hat sowieso nicht funktioniert. Die Anwälte hatten 6 Monate keinerlei Kontakt zu ihrem Mandanten. Dann wurde die Anklage umgestellt und die Verteidigung bekam gerade mal 30 Minuten, um sich darauf vorzubereiten. In 30 Minuten löst du doch schon so manchen Fall, oder? Das ist doch alles eine Frage der Organisation. Aber Assange kann sich nicht organisieren. Man hat ihm die Lesebrille weggenommen, seine Unterlagen, den Computer. Den Computer, natürlich. Der Mann ist Hacker. Drogendealer erhalten in der Haft auch kein Spritzbesteck. Und wieso darf Assange keinen Blickkontakt zu seinen Anwälten bekommen? Also das ist jetzt wirklich Haarspalterei, Sherlock. Ohne Brille sieht der Mann sowieso nichts. Er sitzt in Handschellen, muss sich mehrmals am Tag an- und ausziehen, wird gescannt. Sitzt er nicht doch eher in Nordkorea? Nein, wir befinden uns in England, der ältesten Demokratie der Welt. In dem Zustand befindet sie sich auch. Assange darf seine Kinder nicht sehen, sitzt 23 Stunden am Tag in Isolationshaft. Der UN-Sonderberichterstatter Meltzer und angesehene Ärzte sprechen von Folter. Folter? Ausgeschlossen, wir lehnen Folter entschieden ab. Es kann sich allenfalls handeln Um was? Um erweiterte Verhörmethoden. Er sprach von weißer Folter. Oh, beleidige bitte nicht meine Intelligenz. Schwarze Folter, weiße Folter. Ich meine, dieses Schwarz-Weiß-Denken sollten wir nun wirklich hinter uns gelassen haben, oder? Die Pressefreiheit steht auf dem Spiel, Bruder. Verstehst du das nicht? Er hatte doch Partner, die New York Times, Guardian, Spiegel. Warum sitzt er allein im Glaskasten? Er sitzt stellvertretend da, damit seine ehemaligen Partner ein Gefühl dafür bekommen, was ihnen blüht, wenn sie Informationen weitergeben, die die Sicherheit des Westens bedrohen. Du meinst amerikanische Kriegsverbrechen? Ich meine gar nicht. Ich habe nur laut nachgedacht. Aber das klappt doch schon nicht, wenn du es leise tust. Hier wird vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein Exempel statuiert. Du meinst die 2 Augen dieses einen Journalisten, der da... Vielleicht protestieren deswegen so wenig Menschen, weil sie nichts davon mitbekommen. Warum unterzeichnen so wenige Menschen die Petition von Reporter ohne Grenzen, die eine Auslieferung von Assange verhindern will? Weil wir ihnen erzählt haben, dass das eigentlich Interessante die Person Julian Assange ist, so wie ich es dir gesagt habe. Die meiste Zeit der Sendung warst du damit beschäftigt, dich mit dem Menschen Assange zu beschäftigen und hast dabei völlig vergessen, dass es gar keine Rolle spielt, was für ein Mensch er ist. Ach, Hauptsache, niemand redet mehr von den eigentlichen Verbrechern. Brillant, Sherlock. Aber wenn wir nicht von den Tätern sprechen, warum reden wir nicht irgendwann mal von den Opfern? Ani Ali Jasim, والدي اخ الشهيد محمد جاسم اللي استشهد على يد القوات الامريكيه في سنه 2007 12/7/2007 هو متزوج لديه 3 اطفال كان سعيد مع عائلته مع أبنائه إنسان مرح طيب القلب يساعد الناس
رغم انه كان الفيديو مؤلم انه لكن شكرا جزيلا لك لانه وضحت للعالم ولو جزء جدا بسيط من اجرام هذه القوات القوات الامريكيه وان كان حكم عليك بالحكم 100 سنه او 170 عام فهذا شرف لك لانك انسان. Du überraschst mich, Sherlock. Du bist Romantiker ohne Realitätsbezug? Ich bin hochfunktionaler Soziopath. Aber ich habe ein anderes Bild von Gerechtigkeit als du. Na, das will ich hoffen. Möchtest du es mir zeigen? Es gäbe nichts, was ich lieber täte, Bruder. Ich kann dich leider nicht verstehen. Weder intellektuell noch akustisch.